Bereits 2003 hatte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe beantragt, Teile des Kallerheims in die Denkmalliste einzutragen. Da gravierende Veränderungen erfolgten, wurde das nicht weiter verfolgt. Jetzt beantragt der Landschaftsverband dies erneut. Das Kallerheim wurde nach 1939 als Zwangsarbeiterlager errichtet. Nach dem Krieg war es Altenheim, Ausbildungsstätte und bis 2002 Förderschulinternat. Im Konkreten geht es um die noch erhaltene Baracke, die zwar renoviert wurde, aber noch in erhaltungswürdigem Urzustand ist. Im Inneren zeigt die Baracke den Zustand der ersten Nachkriegsnutzung, heißt es in der Sachdarstellung. Der Kapellenraum soll innen unter Schutz gestellt werden. Hier befinden sich noch alte Mauern und Wandbilder, die von der Künstlerin Ursula Koschinski erneuert und gemalt wurden. Der Rat wird in seiner Sitzung über den Antrag abstimmen.